48 Stunden lang wurde der Flughafen Tianjin von seltsamen Objekten besucht. Flugzeuge wurden umgeleitet, die Rollfelder abgeriegelt, etliche Videos, die uns wahrlich seltsame Dinge zeigen. Und eine ganz frühe Aufnahme zeigt uns ein Objekt, das eindeutig gegen einen irdischen Besuch spricht. Keine Drohne, keine Fehldeutung oder sonst irgendetwas. Haben also UFOs vor wenigen Tagen erst den Flughafen Tianjin lahmgelegt? Schauen wir genauer hin, wie immer direkt nach dem Intro. Meine Lieben, was passiert da gerade am Flughafen Tianjin in China? Dutzende Meldungen über UFOs, gestrichene Flüge, verängstigte Passagiere und etliche Videos, die uns unbekannte Objekte zeigen rund um den Flughafen. Vom Boden aus gefilmt, als auch aus der Luft eine ganze Welle von UFO-Sichtungen, über 48 Stunden lang beobachtet. Dazu dann auch noch seltsame Wetterphänomene, die sich an ganz anderer Stelle gezeigt haben. Wir schauen uns heute die Berichte als auch die vielen Videos dazu an. Und nein, sie zeigen uns alles andere als Drohnen, die da einfach über dem Flughafen geschwebt sind. Aber das werdet ihr gleich selbst sehen. Fangen wir also wie immer von vorne an. Und genau dazu schauen wir uns erst einmal die vielen Medienberichte dazu an. Dieser eine hier stammt vom gestrigen Samstag erst. Wir werden danach natürlich noch genauer auf die vielen Videos eingehen. Aber erst einmal zur Hintergrundgeschichte. So wird gerade berichtet. Flüge am Flughafen Tianjin in China wurden wegen UFOs an zwei aufeinanderfolgenden Tagen gestrichen. Chinesische Medien berichten über die in Fotos als auch in Videos festgehaltenen Vorfälle. Etliche UFO-Sichtungen ereigneten sich am 11. als auch am 12. diesen Monats. Sie führten zu zahlreichen Flugumleitungen als auch Annullierungen. An zwei aufeinanderfolgenden Tagen wurden UFOs über Tianjin gesichtet und aufgezeichnet, die den geregelten Ablauf des Flughafens massiv störten. In der Nacht des 12. September nach 20 Uhr verzeichnete der Flughafen Tianjin erneut Anomalien am Himmel. Es starteten keine Flüge und die meisten ankommenden Flüge wurden umgeleitet. Laut dem Flughafen Tianjin wurden am 12. zwischen 20.10 Uhr und 21.46 Uhr keine ankommenden oder abfliegenden Flüge zugelassen. 18 ankommende Flüge wurden umgeleitet. Der Flughafen selbst hat die Situation noch nicht öffentlich kommentiert. Der Kundendienst gab lediglich bekannt, dass aus Gründen der öffentlichen Sicherheit mehr als ein Dutzend Flüge nicht landen konnten. Dies war bereits der zweite Tag in Folge, an dem es am Flughafen Tianjin zu Flugausfällen kam. Am Abend des 11. September hatte der Flughafen aufgrund von unbekannten Objekten am Himmel bereits schon einmal Dutzende Flüge annulliert. Die Behörden erwähnen im Gegensatz zum ersten Tag keine Drohnen als Ursache. Viele Zeugen berichteten laut der New Tang Dynasty von der Anwesenheit von UFOs. Und jetzt kommt ein Zitat. Es hatte eine äußere Schicht, die wie ein Kreis war. Es drehte sich kontinuierlich um einen Punkt. Die äußere Schicht blinkte in hellen, bunten Lichtern. Weiter heißt es, es gibt ein Video, das zeigt, dass zunächst ein UFO am Himmel aufblitzte. Dann kam ein weiteres von der Seite angeflogen und bald darauf kam ein drittes von oben. Die drei UFOs reihten sich am Himmel auf und bildeten ein Dreieck. Dazu muss ich sagen, dass ich dieses spezielle Video nicht für authentisch halte, aber macht euch am besten einen eigenen Eindruck davon.
Weiter heißt es, in einer anderen Aufzeichnung filmten ein Vater und sein Sohn von zu Hause aus ein blinkendes UFO, das in den Wolken nahe Tianjin versteckt war. Im Video unterhält sich das Kind angeregt mit seinem Vater. Wir haben eine weiße Wolke gefilmt, die einem UFO sehr ähnelt und die immer noch mit farbigen Lichtern blinkt. Schau, es dreht sich dort oben. Diese beiden Scheinwerfer drehen sich auch. Hast du das gesehen? Derzeit sind tatsächlich so etliche Fake-Videos unterwegs und wie gerade schon gesagt, halte ich dieses spezielle Video hier eindeutig für gefälscht. Daher habe ich mich auch auf die Suche nach den ganz frühen Uploads gemacht. Und was wir uns jetzt anschauen, da lege ich wirklich meine Hand für ins Feuer, dass sie tatsächlich echt sind, vom 11. und 12. September stammen. Erst einmal dahingestellt, was sie uns denn überhaupt zeigen sollen. Einer der besten Aufnahmen ist diese hier und tatsächlich zeigt sie uns eine Dreiecksform. Andere wiederum erscheinen eher als Kugeln, mal nur eine einzige, mal zwei oder mehrere. Ja, wirklich seltsam. Noch seltsamer ist aber, dass aus Peking etliche Wetteranomalien gemeldet werden. Und auch davon haben wir so einige Videos. So wird berichtet, dass in den frühen Morgenstunden des 14. September riesige, nicht identifizierte leuchtende Objekte aufgetaucht sind. Sie hätten am Himmel rotiert und leuchtende Bänder hinterlassen, wie es heißt. Andere sprechen von aufblitzenden, diffusen Lichtern am Nachthimmel. Ja, alles sehr seltsam und man könnte nun einfach sagen, dass alles einer Massenhysterie geschuldet ist. Über dem Flughafen Tianjin ist einfach nur eine Drohne geflogen, zwei Nächte hintereinander, kann ja mal vorkommen. Die Videos zeugen ja auch nur von hellen Lichtern irgendwo in der Ferne. Anwohner haben vielleicht nur irgendwelche Starlink-Satelliten gesehen oder andere natürliche oder eben menschengemachte Objekte, Satelliten. Und eine Wetteranomalie im 150 Kilometer entfernten Peking hat überhaupt nichts damit zu tun. Naja, da gibt es halt dieses eine Video, das uns diese Drohne, diese mögliche Drohne, nicht vom Boden aus zeigt, sondern aus der Luft, am Tag des ersten Erscheinens, am 11. September, noch bevor der Flughafen abgeriegelt worden ist, zu einer Zeit hochgeladen, als der Vorfall eben noch nicht bekannt war. Und dieses zeigt uns ein UFO über Tianjin und es schaut alles andere als nach einer Drohne aus. Thank you.
Ja, das ist auch schon alles, was ich euch dazu sagen kann zum jetzigen Stand der Information. Etliche Videos, die recht unterschiedliche Objekte und Phänomene zeigen. Dutzende Zeugen, die von wirklich ungewöhnlichen Dingen berichten. Ein Flughafen, der über 48 Stunden immer wieder abgeriegelt worden ist. Und ein sehr frühes Video, das uns etwas zeigt, das eben keine Drohne ist. Zumindest meiner Meinung nach nicht. Soweit die derzeitige Lage. Was ihr nun davon haltet, oder besser gesagt, wofür ihr es haltet, das könnt ihr mir wie immer in die Kommentare schreiben. Und wenn euch das heutige kleine, heisere Video gefallen hat, so lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Da wisst ihr, ich freue mich darüber immer sehr. Und abonnieren natürlich nicht vergessen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Hunger auf!